Das russische Militär hat laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax für heute Montagmorgen eine Waffenruhe geplant, um humanitäre Korridore für die Städte Kiew, Mariupol, Kharkiv und Sumy zu öffnen. Doch viele Experten sind skeptisch, sie werten die Ankündigung als böses Omen. Was bringt ein humanitärer Korridor? Ein humanitärer Korridor ermöglicht, dass, wo die Zivilbevölkerung in Not ist, Hilfsgüter geliefert und Zivilisten abziehen können. Wie sind die Korridore rechtlich geregelt? Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet unabhängig solcher Korridore alle Konfliktparteien, die Zivilbevölkerung zu schützen. Daneben können sich Kriegsparteien auch darauf einigen, Verwundeten oder Hilfstransporte entlang von Korridore durch anerkannte humanitäre Akteure wie Hilfsorganisationen nicht zu behelligen. Eine unabhängige Instanz, die die Achtung der humanitären Korridore durchsetzen könnte, gibt es nicht. Welche Resultate wurden bisher erzielt? Russland und die Ukraine hatten vereinbart, einen humanitären Korridor in der Region um die südukrainische Hafenstadt Mariupol einzurichten. Doch sowohl am Samstag als auch am Sonntag warfen sich beide Seiten gegenseitig eine Verletzung der den Korridor flankierenden Feuerpässe vor. Nachdem laut Angaben der prorussischen Separatisten bloß einige hundert Menschen über die geplante Route in Sicherheit gebracht worden waren, wurden die Evakuierungen deshalb wieder ausgesetzt. Wie beurteilen Experten die humanitären Korridore? Das Internationale Rote Kreuz begrüßt solche Korridore zum Schutz der Zivilbevölkerung. Sie müssten aber sehr gut geplant, sehr gut koordiniert und sehr gut kommuniziert sein. Nach Ansicht des früheren NATO-Generals Egon Rams birgt eine den Korridor schützende Feuerpässe allerdings auch die Gefahr, dass eine Seite militärische Operationen vorbereite. Dann gäbe es die Möglichkeit, ohne eine relative Bedrohung der anderen Seite Kräfte umzugruppieren oder Kräfte nachzuführen. Schwarzmalen Medien, wie etwa der Deutsche Stern, unfreiwillig sind sie ein Eingeständnis der ukrainischen Regierung in bevorstehenden Niederlagen. Sie bedeutet nichts anders, als dass die ukrainischen Truppen die Zuwege zu großen Städten nicht werden freihalten können. Dann bleibt ein Zugang für Versorgungsgüter frei, über den Zivilisten fliehen können. Doch wird es keinen Zufluss von Munition, Nachschub oder Treibstoff für die Verteidiger mehr geben. Die Wiener Zeitung Der Standard schreibt, kann die Zivilbevölkerung sicher abziehen, haben Russlands Truppen freie Bahn. Bleiben Zivilisten aber genau aus diesem Kalkül dort, so kann Putin zumindest auf die humanitären Korridore verweisen. Oder sogar behaupten, dass jene, die zurückgeblieben sind, dem neonazistischen Regime in Kiew angehören würden. Putin kann auf die humanitären Korridore verweisen. Oder sogar behaupten, dass jene, die zurückgeblieben sind, dem neonazistischen Regime in Kiew angehören würden. Das ist Krieg in seiner zynischsten Ausprägung. Nehmen die Korridore Schlimmstes vorweg? Schon früher forderte Russland lokale Bevölkerungen auf, ein umkämpftes Gebiet zu verlassen, mit teils verheerenden Folgen. In der nordsyrischen Rebellenhochburg Aleppo kam es 2016 immer wieder zu mehrtägigen Feuerpässen. Später folgten schwere Angriffe der syrischen Truppen und massive Luftschläge der russischen Verbündeten. Und so war es auch 1999 in Grosny, der Hauptstadt der seinerzeit abtrünnigen russischen Teilrepublik Tschetschenien. Wenig später nach dem Aufruf der Bevölkerung, die Stadt zu verlassen, wurde diese flächendeckend bombardiert, die Infrastruktur komplett zerstört.